Hey ho und willkommen zu Fahrenheit. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und Kommentare sind natürlich immer gern gesehen. Nun viel Spaß! Bist du taub? Hab gerade geduscht. Hast du was? Rein gar nichts. Sackgasse. Ich kann mit dem Lesezeichen aus dem Buch im Restaurant einfach nichts anfangen. Da steht eine Reihe von Zahlencodes drauf. Ist für mich nur ein Haufen Zahlen. Vielleicht fällt dir was ein. Fax es doch rüber. Bin eh noch nicht müde. Ist sicher eine spannende Bettlektüre. Okay, komm sofort. Ruf an, wenn dir eine Erleuchtung kommt. Ich bin noch eine Weile hier. Heute Abend durfte es spät werden. Okay, bis später, Tyler. Kalt war es seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich hasse den Winter. Alles ist leise und bewegungslos, als wäre alles tot. Hoffentlich dauert er nicht lang. Ist offensichtlich nicht der Milchtrinker. Sandpaper kisses, paper cut, please. Don't know what this is, but it all leads to this. Aber schön, Pizza. You're gonna leave.
southern. Just a girl with featherweight curls to expose all she knows. You play like teeth. Just a girl with featherweight curls to expose all she knows. You play like teeth. Wer könnte das sein um diese Zeit? Ich erwarte niemanden. Ich hatte Langeweile und dachte, du als offizielle, nette Nachbarin würdest sie mit mir teilen. Wie auch diesen exzellenten Chablis. In meiner Funktion als nette Nachbarin schlage ich weder deine langweilige Einladung noch den exzellenten Wein ab. Ich nehme an, selbst eine eingefleischte Junggesellin wie du hat irgendwo ein paar Weingläser zur Hand. Müsste ich wohl haben. Nur wo? Setz dich, Tommy. Ich such sie. Einen Toast? Okay, auf was? Die Liebe, was sonst? Auf die Liebe. Hast du einen Lover? Vor 2 Wochen habe ich jemanden getroffen. Er ist ein total netter Kerl. Arbeitet auch in einer Bank. Ich glaube, diesmal könnte es was Ernstes sein. Noch immer allein? Worauf wartet ein so hübsches Mädchen wie du? Such deinen netten Freund. Eins ist in New York bestimmt nicht Mangelware. Attraktive Männer. Ich weiß nicht. Danach ist mir zurzeit irgendwie nicht. Meine letzten Romanzen waren stets ein Riesenreinfall. Ich habe momentan auf nichts und niemanden Lust. Freut mich, dass du wieder besser drauf bist. Wir haben alle unsere Höhen und Tiefen, oder? Ich dachte immer, in New York schere sich niemand drum, ob jemand schwul ist. Die tun so aufgeklärt. Aber von wegen, für die sind wir alles, nur nicht normale Leute. Genug geplaudert. Schau, was ich hab. Tarotkarten? Um deine Zukunft zu lesen. Willst du damit sagen, du kennst dich damit aus? Meine Oma hatte es im Blut. Sie lehrte mich das Kartenlesen, als ich noch klein war. Sie übertrug ihre Wahrsagefähigkeit auf mich. Es funktioniert. Was die Karten sagen, tritt immer ein. Mal sehen, ob du deine wahre Liebe triffst oder ob du als verschrumpelte alte Jungfrau endest. Okay, alter Zigeuner. Und was muss ich nun tun? Also, nimm die Karten und misch sie gut. Nimm 2 Karten.
Karten. Ich hätte gern die. Dich erwartet eine dunkle Zeit, eine Flucht und große Gefahr. Leg zwei dazu. Da ist jemand. Du folgst ihm und er macht dir Angst. Er verbirgt ein Geheimnis. Nimm noch zwei Karten. Und ein Fluch. Großes Leid und Angst. Ich sehe dunklen Tod und Schmerz. Tja, komm ruhig rüber, wenn du Unterhaltung brauchst. Tut mir ehrlich leid, Carla. Das ist keineswegs so lustig geworden, wie ich dachte. Ist schon in Ordnung. Mal sehen, was ich noch an Schrecklichem erwarten darf. Hier noch zwei Karten. Kind. Zwei Schicksale. Ein Weg zum Leben, der andere zum Tod. Carla, lass uns aufhören. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Sowas habe ich noch nie aus den Karten gelesen. Normalerweise enthalten sie was ganz anderes. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ist doch bloß ein Spiel. Ich glaube eh nicht an solchen Kram. Tja, ich gehe dann wieder. Es ist spät. Gute Nacht, Carla. Gute Nacht, Tommy. War ein netter Abend. Komm bald mal wieder rüber, okay? Versprochen. Mua. Normalerweise ließ ich Sam nicht gern allein zu Hause, vor allem momentan. Aber dieses Lesezeichen wollte mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte das Gefühl, den Schlüssel zum Mörder so gut wie in der Hand zu haben. Ich spürte, dass ich die Schlinge schon fast um seinen Hals gezogen hatte. Und ich würde nun nicht nach Hause gehen, bevor ich nicht wusste, um was es sich bei dem Zettel handelt.
Oh Mann. Das Lesezeichen aus dem Buch. Buchstaben und Zahlen. Was kann das sein? Wird mein Leben wirklich so düster sein? Er erwähnte ein Kind. Ich glaube zwar nicht an diesen Kram, aber trotzdem wird mir dabei unbehaglich. Ich rufe Tyler an. Wo war mein Telefon da? Tyler Miles? Es sind Börsennotierungen. Das Lesezeichen stammt aus einer Bank. Börsennotierungen? Wie kommst du da drauf? Erzähl ich dir später. Irgendwie muss ich feststellen lassen, in welcher Bank die Liste gedruckt wurde. Klar, jetzt heißt's scharf nachdenken. Wer es zuerst findet, ruft den anderen an. Ich kann hier nicht so wirklich was machen. Also würde ich mal sagen, Tyler ist es.
Der ist wandig, das ist besser als ein Ostzicken, und seit dort... Eine starke Kaltluftfront kommt auf uns zu, die von Kanada herunterzieht. Sie verspricht starke Schneefälle mit hohem Windaufkommen in der gesamten Küstenregion. Die Temperaturen liegen mehrere Grad unter den Normalwerten der Saison. Und hier eine Satellitenaufnahme der Kaltfront. So gehe ich sicher nicht raus, bin doch nicht lebensmüde. Aber warum? Dann ziehst du dich eben nochmal an. Tut mir leid, dich zu stören, Tommy. Keine Sorge, ich war sowieso noch nicht müde. Worum geht's denn? Es geht um eine Untersuchung. Und du könntest mir da vielleicht weiterhelfen. Sag mal, kann man einer Börsennotierung entnehmen, in welcher Bank sie gedruckt wurde? Eigentlich schon, denn Bankpapier hat immer ein Wasserzeichen. Mit dem ID-Code der Bank. Der ID-Code steht im Wasserzeichen? Das werde ich gleich mal überprüfen. Danke, Tommy. Gute Nacht. Nacht, Carla. Ich rufe Tyler an. Ja? Auf dem Lesezeichen müsste ein Wasserzeichen mit dem Bankcode drauf sein. Ich guck nach und ruf dich zurück.
Ich glaube, ich hab's. Tyler? Ich hab den Code. Es dürfte ein Kinderspiel sein, die entsprechende Bank zu finden. Diesmal haben wir ihn in der Hand. Ich glaube, ich statte der Bank morgen einen Besuch ab. Soll ich gehen? Nein, ich gehe lieber selbst, wenn du nichts dagegen hast. Ich möchte sehen, wie unser Mann aussieht. Wir treffen uns dann später auf der Wache und ziehen Bilanz. Bis morgen, Tyler. Okay, bis dann, Carla.